Sally war immer von meiner Seite aus immer irgendwie, habe ich ein Auge auf ihm noch gehabt, was er macht, wie er sich fit hält, was er tut. Weil er natürlich immer ein interessanter Spieler ist, der auch immer gut durchgekommen ist, was Verletzungen angeht. Wenn du 32 Jahre bist, dann ist es ganz gut, wenn du da sauber aufgestellt bist, wenn du deine Knie in Ordnung hast, wenn du sonst wenig Verletzungen hattest. Und er hat sich halt jetzt auch hervorragend fit gemacht in den letzten Wochen. Ich kenne seinen Athletiktrainer sehr gut. Gleichzeitig aber muss er auch ein Spieler sein, der auch akzeptiert, vielleicht einmal auch in der zweiten Reihe zu stehen, den Jungen auch den Vortritt zu lassen, die Jungen auch zu unterstützen und zu helfen. Und die Dinge, wenn die dann alle miteinander abgesprochen sind und man sich dann klar ist, dann glaube ich, ist es wichtig, dass du dann so einen Schritt auch machst. Linkes Mittelfeld, Sechserposition, kann auch mal auf der 10 spielen, hat ausnahmsweise auch schon linker Verteidiger gespielt, also einfach vielseitig einsetzbar. Ein Gegner, der sehr viel Selbstvertrauen getankt hat, der auch die Aufstiegseuphorie noch ein Stück weit natürlich drin hat, über langer Zeitraum jetzt auch ungeschlagen ist, stabil spielt, auch einen guten Spielaufbau hat. Es ist sicherlich eine hohe Hürde, dort aktuell zu bestehen, dort was mitzunehmen. Deswegen, ja, wir sind da schon gewarnt, aber wir wissen auch, dass wir unsere Qualitäten dort auch gut einbringen können, sicher, um vielleicht da auch eine Überraschung hinzubekommen. Wir haben ja nicht umsonst eine U21 oder eine U19, dass dann auch diese Spieler dann reinspringen könnten, wenn es soweit wäre. Auch wenn wir da nicht den Fehler machen sollten, das als Allheilmittel zu sehen, sondern es ist wichtig, dass die Spieler auch immer dann in der Lage sind, auch Bundesliga zu spielen. Sonst würden wir uns schwächen. Aber gleichzeitig kann das natürlich auch ein positiver Impuls sein, immer wieder, wenn wir da den einen oder anderen so unbekümmert auch mal reinhauen. Die größte Chance haben zunächst einmal die Spieler, die jungen Spieler oder die Spieler, die bei uns schon im Kader natürlich sind. Ja, es ist schon sehr schwer für einen Spieler, der jetzt von heute auf morgen mal kurz ins Profi-Training aufrückt und dann dort in 2, 3 Trainingseinheiten irgendetwas Besonderes zeigen soll, sondern die Jungs sollen eigentlich gerade nichts Besonderes machen, sondern es ist ja schon auch schwer, auf einmal mit den Spielern dann zu trainieren, die du vorher vom Fernsehen nur kennst.